Zu Victoria 3. Erstmal möchte ich mich bei allen bedanken, die immer noch mit dabei sind. Denn ich glaube, jeder, der jetzt noch zuschaut, ist wirklich auch als Veteran und Hardcore-Zuschauer zu bezeichnen. Denn die meisten haben zum jetzigen Zeitpunkt einer Kampagne schon kein Interesse mehr. Und deswegen an der Stelle hallo, wenn du das Video siehst. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Und wir versuchen nebenbei natürlich wieder die Besteuerung zu ändern. Also, Stufensteuer machen wir jetzt. Ich dachte, dass da mehr dafür waren. Echt nur die Gewerkschaft? Ja, Industrielle sowieso nicht. Wir würden auf alle Fälle unsere Einnahmen deutlich erhöhen können. Das Geld würde ich natürlich ausgeben, um militärisch ein bisschen weiter aufzubauen. Übrigens grüße ich natürlich auch alle, die über Victoria 3 neu auf dem Kanal gestoßen sind. Ich denke mal, das sind auch ein paar. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, falls hier Neulinge sind, die hier durch Victoria 3 auf dem Kanal gestoßen sind. Das hatte ich hier überlegt, ne, aber will ich ja gar nicht. Kann ich eigentlich die Dinger nicht bauen? Kommen wir jetzt erst. Die PM verstärkte Holzschiffe ist im... Ach so. Ach so. Naja, komm. Jetzt ist nur die Frage. Was ist das Problem im Hafen? Warum... Wo war es denn jetzt? Gott, ich bin so blöd. Wo war es denn jetzt hier mit dem Hafen? Natürlich war es bei Entwicklung. Ich habe doch irgendwo hier ein Ausrufezeichen gehabt. Irgendwas war doch hier, Issues. Ach, scheiß drauf. Okay. Also, wir haben jetzt noch 34 Jahre Zeit. Ich finde es schön, dass es keine Gegendemonstranten gibt. Unsere Investitions... Ihr müsst überlegen, pass auf. Wir haben aktuell 589.000, die in Investitionsfonds übertragen werden. Ne? Wir haben jetzt 881.000 Baukosten für Stahl, Glas, Werkzeuge, Sprengstoffe. So, davon ziehen wir jetzt die 589.000 ab. Macht dann eine Differenz noch von 186.000 angeblich, die jetzt dann noch von unseren Investitionsfonds abgezogen werden. Kann das stimmen? Also wenn ich jetzt 881 minus 589 rechne, was kommt denn dann raus? Also da komme ich auf 292.000. Die werden aber scheinbar nicht voll vom Investitionsfonds abgezogen. Das könnte entweder damit zusammenhängen, dass wir hier Sachen bauen, die nicht investitionsfonds-tauglich sind. Aber eigentlich schon. Also Kraftwerke auf alle Fälle, Lebensmittelfabriken eigentlich auch. Wir können mal kurz nachschauen bei Gesetzen, wie das hier geregelt ist. Wenn ich es jemals nochmal finden würde. Was denn? Wirtschaft normalerweise, ne? So, genau. Wir können Folgendes bauen. Landwirtschaften, Plantagen, Weiden, Fertigungswerke, Minen. Doch, also. Also ich denke, dass Elektro auch ein Fertigungswerk ist, oder? Es könnte tatsächlich sein, dass... Nee, das sind Fertigungswerke. Das ist auch ein Fertigungswerk. Was läuft denn hier? Was steht denn das hier? Lebensmittelfabrik ist ein Produktion. Ja, Fertigung. Produktion ist Fertigung. Also, sorry. Was anderes baue ich noch nicht. Das ist auch Fertigung. So ein Kraftwerk fertigt ja auch was an. Strom halt in dem Fall. Könnten wir mal kurz gucken. Und zwar. Zum Beispiel das hier sagen. Dieses Laissez-faire, oder wie es auch immer heißen soll. Auch hier Fertigungswerke. Minen. Ah, Minen. Minen ist ein eigenes, oder was? Ihr Geier. Habe ich hier aber auch mit drin. Nee, habe ich hier auch mit drin. Okay, alles gut. Aber was ist Planwirtschaft? Das ist das, was jeder mag eigentlich, ne? Boah, 25% Autorität, ey. Das ist 25% Besteuerungskapazität. Aha. Aha, aber wir können halt quasi nichts... Also, ich finde ja das... Ich glaube, das ist sogar mit das Effizienteste, was wir haben können.
Die Stufensteuer werden uns nochmal jede Menge extra Kohle bringen. Ansonsten, vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen... Ja, Kinderarbeit. Ist ja eigentlich nicht schlecht. Lass die Kinder arbeiten. Haben die Angehörigen auch was davon. Bringt mehr Geld. Höhere Lebensstandard. Hat ja Vorteile. Dann könnte man eventuell mal drüber nachdenken. Ja, ja, schau. Da habe ich ja nie was gemacht, ne? Die Sozialhilfe verdoppeln. Also wir können es auf alle Fälle an genug Bürokratie. Aber Sozialhilfe mal verdoppeln. Gefährliche Arbeits... Sorry. Ja, ich denke, wir machen mal die zwei Sachen. Oder wir gehen sogar hier auf die dritte Stufe und bauen dann sogar noch mal ein bisschen Bürokratie weiter aus, oder? Was meint ihr? Ist eh eine Sache. Ich meine, Geld haben wir... Geld haben wir genug. Und ja, immer die Diskussion, warum das hier umgestellt wird. Der Grund ist ja dafür ganz einfach. Digga. Ich sehe gar nicht, was das bringt. Alter. Das mit dem Geld da, das ist auch immer so eine Sache und keine Ahnung. Also wie das finanziell bei diesen Stadtzentren geregelt ist, das wissen sie selber nicht, glaube ich. So, okay, das hat uns jetzt nochmal ein bisschen Geld extra gebracht. Ich würde... Ups. Als ob wir hier echt noch Provinzen haben, wo wir keine Regierungsverwaltung haben. Komm, ändern wir jetzt mal ganz kurz. Bauen wir über Regierungsverwaltung hin. Das Lichtbogenschweißen darf auch nicht fehlen. So, Österreich ist tatsächlich soweit fertig. Und mir ist übrigens noch ein ganz wichtiger Punkt gekommen. Ich habe ja immer darüber geredet. Ist halt fast schon arschlicher, ne? Ich habe immer davon geredet, dass wir die Walachei erobern könnten, ne? Wegen Öl und so. Es ist mir gerade gekommen, selbst wenn ich mit den Osmanen zum Beispiel zusammenarbeite, ne? Und dann über die Osmanen in der Walachei einfalle, dann habe ich immer noch ein ganz großes Problem. Ich könnte meine Ressourcen gar nicht aus dem Land rausbringen, weil wir sind ja gelockt. Kein Hafen und keine Landverbindung zu uns. Das heißt, wir hätten nicht mal was davon. Also von daher relativ dumm, was ich davor hatte. Marionette von Österreich. Ja. Schaut es eigentlich hier so aus. Oh ja, ganz chillig eigentlich. Ach so, nee, 1903. Jetzt wollte ich mich gerade richtig aufregen. Ich dachte nämlich... Ne, alles gut. Ignoriert mich. Ich warte aber erstmal weiter auf Öl. Lebensmittelfabriken alle erweitert. 23,8. Ja, schau mal. Stimmt ja. Alter. Ey, bitte, Alter, schau dir das mal an. Wie gut es der Bevölkerung eigentlich bei uns geht, ne? Achso, das machen sie hier nicht. Also das ist schon... Puh. Man scheiß auf die Radikalen. Aber Lebensstandard ist schon krass. Wie gut der bei uns ist. Also als ob da... Was ist denn hier? Durch, können wir mal kurz gucken. Lebensstandard. Oh, norditalienischer Aufstand hat keinen Lebensstandard. Na gut, die kämpfen und sterben wahrscheinlich. Ja, übrigens, wir haben... Pass auf. Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt von 1,45 Milliarden, okay? So, das ist mehr als... ich glaube, das ist mehr als das gesamte restliche Spiel zusammen hat, oder? Sehen wir den... Allein das Prestige. Leute, ihr habt ja noch 34 Jahre Zeit. Boah, wisst ihr, was wir machen? Ich habe eine richtig gute Idee. Ich würde sagen, also wir warten so bis 1916 und dann fangen wir an mit Kriegsspielen. Oder wir nehmen nicht die Mitte des Ersten Weltkriegs, sondern den Anfang 1914. Und dann fangen wir an zu erobern und Krieg zu machen. Aber ohne dass wir irgendwie sowas wie... Gott, wie viel Eisenbahn ich einfach brauche. Ohne dass wir hier groß hergehen und dann zum Beispiel Frieden schließen. Also wir erklären dann direkt wieder Kriege. Also dass die
gesamte Welt mich quasi hasst. Geht mir doch nicht auf den Sack, ey. Die Friesland-Pipeline. Ölgesellschaften, die in Friesland tätig sind, haben die Regierung um Unterstützung bei der Finanzierung einer Pipeline gebeten und versprochen, dass der Bau der Pipeline mit anderen Infrastrukturverbesserungen einhergehen wird. Ja, ja, die 9200 habe ich. Easy peasy. Wenn das meine Ölressourcen verbessert, warum nicht? Wisst ihr, was das Ding ist eigentlich, ne? Diese Institutionen, die sind ja eigentlich grundsätzlich nicht schlecht. Außer das Kolonialwachstum ist wirklich nicht immer weniger gefährlich. Aber jetzt scheiß drauf, wir müssen ein bisschen was voranpushen. Ja, ich weiß, dass wir jetzt ein bürokratisches Defizit bekommen werden. Genau aus dem Grund baut Los Krabos ja hier eigentlich Regierungs... Oha! Digga, als ob das funktioniert hat direkt beim ersten Mal. Okay. Die Junker sind richtig angepisst, die kleinen Bürger auch und die Industriellen ebenfalls. Schidikowski! Ja, da sind die Regierungsverwaltungen. Okay, das hängt nicht nur mit dem Bau zusammen. Ich bin übrigens auf der niedrigsten Steuerstufe, möchte ich dazu sagen. Scheiß auf den Wein, Alter. Echt, ich habe keinen Bock mehr auf den Blödsinn. Also, wirklich, trinkt was anderes. Trinkt Wasser oder so. Es ist mir so wurscht mit eurem Scheißwein, ey. Das hält doch kein normaler Mensch mehr aus, echt. Also mit der Luxuskleidung halt. Elektrizität ist immer noch ein Problem. Wir bauen aber nochmal mehr Kraftwerke. Und auch Stahl haben wir wieder ein bisschen Probleme. Ich würde vielleicht doch wirklich mal sagen jetzt... Weil wir hier haben eh schon. Wir haben eh schon die bestmögliche Produktion tatsächlich. Wollte ich das jetzt machen? Nee, eigentlich nicht. Eisenbahn ist auch relativ wichtig. Wir brauchen halt. Das Ding ist, wir brauchen auf alle Fälle weniger Arbeiter in den ganzen. Ihr seht das hier, abnehmende Beschäftigung. Das ist aber gut. Also die verlieren ihre Jobs erstmal. Das ist erstmal schlecht. Aber so dramatisch das jetzt auch klingt. Langfristig, was miau, Alter. Langfristig ist es für uns besser. Hier ist das Problem, wir brauchen aber hier Traktoren, können wir auf alle Fälle machen. Okay, das wird auf alle Fälle, denke ich mal, Elektrozäune. Ja, wie gesagt, Elektrizität ist jetzt aktuell kein Problem mehr für uns. Das haben wir jetzt auch wirklich gut in den Griff bekommen. Ansonsten die Färbemittelplantagen haben wir auch wieder ein paar neue bekommen. Tee ist mir wurscht. Dann können wir nochmal automatische Bewässerung mitmachen. Why not? Das ist auch schon so gut, wie es geht. Ah, Holzfäller war noch was, oder? Die. Ah! Huch! Da war ja was mit den Kettensägen. Bleibt relativ gleich vom Gewinn. Gut, also das ist auch ein Problem tatsächlich, diesen Blödsinn hier. Das müssten sie bitte auch mal ändern, weil es ist ein bisschen nervig, dass ich nicht genau sehe, was jetzt hier eigentlich so das Problem ist. Und da ist wieder nichts. Das ist halt das Problem, wenn du da, ja, Gebiete mit reinnimmst, die einfach keine Bevölkerung dafür haben, beziehungsweise keine Bauern. Okay. Gummiplantagen, was ist da das Issue? Da arbeitet einfach keiner. Ah, das ist so ärgerlich, Mann. Wir brauchen das Gummi eigentlich. Ist ja nicht so, als ob ich das freiwillig mache. Scheiß drauf, ich... Versuchen das mit Gummi halt ein bisschen zu provozieren. Also was weiß ich. Gummi ist halt auch schon wichtig irgendwo mit. Okay. Landwirtschaft mechanisieren wurde abgeschlossen. Das große Vorhaben, die Landwirtschaft überall im Deutschen Reich zu mechanisieren, ist abgeschlossen. Noch nie zuvor wurden solch üppige Erträge eingefahren. Bringt uns plus 3 Mindeststandard Lebensdingens.
Es ist bald 24. Ich bin gespannt, was danach noch kommt. Wohlhabend. Stell ich vor, unser durchschnittlicher Lebensstandard ist wohlhabend. Bauen wir jetzt eigentlich diese Regierungsfabrik mal oder wie schaut das jetzt hier aus? Sonst haben wir nicht langfristig wirklich ein Problem. Oder wir bauen halt einfach nochmal ein paar extra Regierungsverwaltungen. Wir haben 105. Ne, wir haben immer noch 13 im Bau. Hä, baut doch mal schneller, Alter. Was ist denn mit euch? Alter, wie viel Geld wir machen. Leute, ich weiß nicht, wohin mit der. Ah, Moment. Eine Sache können wir machen. Was? 1 Million? Okay, aber schau, hier Militärgeld darauf, Dings. Und das Gute ist, dann die Zustimmung der Intellektuellen und Streitkräfte steigt. Auch noch eine Möglichkeit, die Zufriedenheit zu erhöhen. Ah, ich glaube, das. Ja, oh. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Durch Lebensstandard, durch erfolgreiche Protestbewegung, durch gestorbene Pops. Alles klar. So, wir haben immer noch Defizit. Ich habe Defizit. Naja, dann bauen wir halt nochmal ein paar. Was will ich sonst noch machen? Ist das überhaupt so teuer überall? Irgendwelche Regierungs... Oh Gott. Okay, Anhalt schaut auch gar nicht gut aus. Wir haben hier viele Gebäude, die kaum Gewinn abwerfen. Ach komm. Ach Leute, ich will doch nur ein Plus dahin. Dankeschön. 2,5 Millionen Bevölkerung sinkend. Auch relativ viel Aufruhr. Aber wir arbeiten dran. Mit den Gesetzeshütern das Problem ein bisschen in den Griff zu bekommen. 3% unseres Landes sind hier drin. So, die bauen wir jetzt schon überall. Es ist nur die Frage, unterstütze ich jetzt eigentlich noch oder wohin geht meine ganze Kohle eigentlich? Rohstoffförderung, ja, das muss ich leider lassen. Deutsch Gabun und Notdingens. Wo ist es denn? Notdingens. Das kommt hier weg. So, war jetzt Gabun schon wieder? Da. Ist in 32 Monaten sogar komplett inkooperiert. Und 78.000 Wachstum. Ist halt eine schöne Provinz eigentlich, ne? 13 Ackerland. Noch unbenutzt. Ja, wobei so schön ist es auch nicht. Wir lassen die Migration jetzt hier trotzdem mal weiterlaufen und gehen jetzt hier trotzdem mal nach... Wo war es denn jetzt? Anhalt? Nee, irgendwo war doch jetzt hier Dreiker Braunschweig. Nee, keine Ahnung. Was war denn jetzt hier? Aber wir haben überall zurückgehende Bevölkerung, was ich relativ interessant finde. Ah, eine Anleitung bitte. Huch. Was? Pops in eine Methode, ein Staat, derselbe Kultur, derselbe Religion. Ach komm, total unnötig, weiß ich doch eh schon alles. So, können wir jetzt... Oh. Waffenstillstand bis 2. Ich bin wirklich, wenn das nicht geht, dann raste ich richtig aus, ne? Dann ist hier die gute Laune vorbei von der Krabbe. Motoren. Motoren und Strom. Ich glaube, dass wir dann einfach trotzdem nochmal bei Motoren und Strom weitermachen. Da bauen wir noch 15. Ah, die Einnahmen brechen ein. Die Einnahmen brechen ein, aber das ist relativ lustig, weil... Ich bin relativ sicher, das hängt einfach nur damit zusammen, dass Motoren wahrscheinlich noch so teuer sind. Wir müssen Motoren bauen. Bauen Motoren. Was ist Dieselmotoren? Das bringt einfach nochmal 6.000 mehr. Aber wieder auf die Kosten von Öl. Und das Öl haben wir leider einfach nicht. Ah, es tut immer so weh im Herzen, ich sag's euch. Mal gucken, ob wir jetzt mit den zusätzlichen Motorenwerken da die Krise verhindern können. Ach, ja, alles in Aufruhr.
Notfalls baller ich die Polizei noch weiter rauf, ist mir scheißegal. Mach ihn rein, Polizeistaat draußen. Wer ist jetzt hier in Revolution? Elefanten, Dahomey. Ich glaube, es gibt relativ wenig, was mich aktuell weniger interessieren würde. Was ist das hier? Platz an der Sonne, finanzierte Marshalls. Nahrungsüberschuss. Wir haben 24 übrigens in der Zwischenzeit. 24.1. Leute, Alter, seid mir nicht böse, Mann, aber ich bin einfach so krass, ne? So unnormal. Die Spanier gehen mir auch auf den Sack, ey. Die Spanier. Was ist da los? Schweiz gegen Österreich, oder was? Nee, Schweiz gegen norditalienischen Aufstand. Ah. Gab es die Schweiz eigentlich schon immer? Ja, schon, ne? Ich weiß es echt gerade nicht. Echt? Sind die Amis so schwach? Digga, zur Hölle, Alter. Also, schau mal, wie armselig die USA sind. Gott, was machen die denn? Was haben denn die für ein BIP, bitte? $80,300,000 Bruttoinlandsprodukt. Einen Moment bitte. Brandenburg, meine Freunde, hat ein höheres Bruttoinlandsprodukt als die gesamte Vereinigten Staaten von Amerika. So, ist schon echt traurig, echt. Verarmt. Da geht auch nichts mehr weiter. Ne? Seht ihr das? Das ist irgendwie so ein... Der ist sogar mal abgefallen, ist wieder ein bisschen hochgegangen. Frankreich. Scusi. Frankreich auch. Schau mal, das ist einfach nur noch bergab gegangen hier. Ist es normal? Sollte das Bruttoinlandsprodukt eigentlich sinken jetzt um die Zeit? Bin ich jetzt hier irgendwie ein Rule Breaker? Schau ich bitte die Queen an. Weil die sind halt immer noch arme Schweine. Aber sind in vielen anderen Punkten noch relativ hoch dabei, glaube ich, ne? BIP auf Platz 3. Lebensstandard. Na, sind sie nicht dabei. Bevölkerung immer noch auf Platz 1. Britisch-Indien, Alter. 145 Millionen. Aber halt kein Lebensstandard, ne? Ja, halt nur. Das Einzige, was halt den Briten zugutekommt, sind das halt sowas wie die da unten noch Einnahmen zahlen müssen. So, den würden sie auf alle Fälle annehmen, glaube ich, das Bündnis langfristig. Aber wir müssten jetzt können wir Staat erobern. Schau mal, Frankreich und Skandinavien würden sich gleich gegen uns zusammenraufen. Hier gleich wieder berüchtigt, ne? Ist klar. Ey, gib mir am Sack, Alter, mit eurem Blödsinn. Gut, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, da bin ich neutral. Und dann würde ich gerne noch ein Kriegsziel hinzufügen. Und zwar einen Staat hätte ich gerne. Was ist Jutland? Was kostet das? Warum kann ich... Hä? Ich kann Gotland erobern. Ich kann Güterland, Skane. Bin ich jetzt blöd? Ostnorwegen, Nordnorwegen, Westnorwegen, ist es. Nee, Hauptstadt ist es doch auch nicht. Ist es nicht erreichbar für mich? Ist deswegen so, weil ich hier quasi kein. Nee, es ist auch Blödsinn, dann könnte ich das da oben nicht erobern. Ha! Hä? Entschuldigung, darum geht's doch gerade. Warte mal, was? Ja, moin, Alter. LOL. LOL, das hätte ich ja voll vergammelt jetzt. Okay, das ist weird. Ich habe doch da drauf geklickt und habe auf Start erobern gemacht. Die auch schon alle trollen hier. So, Leute. Meint ihr, das Spiel stürzt wieder ab? Wir testen es kurz. Warte mal. Ich speichere den Müll mal ganz kurz. Preußen YouTube, ja. Überschreiben wir. Und dann probieren wir es kurz aus nochmal. Ich weiß nicht, vielleicht hat er sich hier wieder entbuggt.
Nein, hat es nicht. Gut, dann sehen wir uns nächste Folge wieder, Freunde. Zur Victoria 3 und dann holen wir uns hoffentlich endlich unsere Nordgebiete. Macht's gut. Tschüss.